Es war ein Freitag im August 2014. Es war innerhalb von 2 Minuten alles erstmal kaputt. Schon. Alle Freude. Ja. Bis zu diesem Tag war es eine Schwangerschaft ohne Probleme. Das war alles super, war auch alles in Ordnung. Alle Ampeln auf grün geschaltet. Und mir ging es auch gut, also mir ging es hervorragend eigentlich, abgesehen von diesem Brechen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwas sein könnte, natürlich. Dann dieser Termin im August. Wir waren im Urlaub vorher auf Mallorca. Und da sind wir zu einer Untersuchung, auf die ich mich auch sehr gefreut habe, weil wir eigentlich das Geschlecht unseres Kindes erfahren wollten. Das war das Kernziel dieser Untersuchung. Dann ging alles sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Er hat kurz geschallt. Es war eine Situation von vielleicht, also gefühlt 1,5 Minuten, 2 Minuten. Es war sehr schnell vorbei. Ihr Kind hat einen offenen Rücken. Das war das Erste, was er gesagt hat. Also ich habe den Verdacht, dass ihr Kind einen offenen Rücken hat. So war es, genau. Und ich wusste gar nicht, was das ist oder was das jetzt bedeutet. Und bin dann von der Liege runter und habe gefragt, ja, was heißt das denn jetzt? Dann haben wir uns mit ihm an den Tisch gesetzt und dann hat er mir gesagt, ja, das ist eine Fehlbildung im Rücken und sie haben jetzt die Möglichkeit, auch in dieser späten Schwangerschaftsphase die Schwangerschaft abzubrechen. Christine Hennes war bereits in der 20. Woche. Und nun erfuhr sie, dass ihr Kind Lähmungen und Inkontinenz, sogar einen Wasserkopf entwickeln könnte. Man war alleine mit einer Diagnose, die hieß behindertes Kind oder Abtreibung. Also ich war schon sehr verzweifelt. Ich habe rumgeschrien eigentlich nur und gesagt, dass es jetzt nicht wahr sein kann und dass das nicht funktioniert so. Die beiden begannen zu recherchieren. Spina bifida, offener Rücken. Sie suchten einen Ausweg, eine dritte Möglichkeit. Sie stießen schließlich auf einen Professor in Gießen. Thomas Kohl operiert das Kind noch im Mutterleib. Er macht nur kleine Schnitte und verschließt die offene Stelle am Rücken. Die Eltern machten einen Termin in Gießen. Wir saßen bei Professor Kohl im Zimmer und ich kann mich noch gut daran erinnern. Und wir waren fertig mit dem Gespräch. Wir hatten uns in dem Gespräch entschlossen, was heißt wir, Christine hatte sich entschlossen, dass sie die OP durchführen wird. Und wir saßen da und haben gestrahlt. Also es fiel so viel von mir auch ab. Ich hatte dann auch keine Angst mehr, dass ich mein Kind verlieren muss oder sowas. Ich hatte nur noch positive Gefühle. Also ich bin da absolut positiv ran. Ich dachte, ja, wir machen das jetzt, wir verschließen das und dann wird alles gut. Fertig. Bereits 7 Tage später lag sie auf dem OP-Tisch. In ihrem Bauch 3 kleine Schnitte. 2 für seine Instrumente, 1 für die Kamera. Diese minimalinvasive Methode hat weniger Risiken, vor allem für die Mutter. Thomas Kohl hat diese Methode entwickelt. Die offene Stelle. Je früher sie verschlossen wird, desto besser. Es ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Je länger das Rückenmark offen im Fruchtwasser liegt, desto schwerer die Behinderung. Das Zuschneiden des Flickens aus Schweinedünndarm. Nur wenn dieser daumennagelgroße Flicken das empfindliche Nervengewebe wasserdicht abschließt und vor Verletzungen schützt, ist die OP erfolgreich. Christine Hennes OP dauerte knapp 5 Stunden. 72 Tage später, in der 30. Schwangerschaftswoche, wurde Fee geboren. Ein Mädchen. Deutlich zu sehen, der Flicken am Rücken. Wenig später wuchs eigene Haut darüber. War die beste Entscheidung für mich persönlich, die ich treffen konnte. Also es war eine ganz zentrale Entscheidung und ja, würde ich immer wieder so machen. So, Knopf. Der offene Rücken ist die häufigste Ursache für angeborene körperliche Behinderungen. Doch die kleine Fee ist, 11 Monate nach ihrer Geburt, ein gesundes Kind.
Das hat mir sehr gut gefallen. Und weil wir heute in Spendierlaune sind, spendieren wir hier einen Abo-Button. Einfach draufklicken und den Channel abonnieren. Und weil das immer noch nicht reicht, haben wir hier noch einen Film und da noch einen Film. Wow, wir sind wirklich großzügig heute. Nur für Sie.